Ein Hirntumor ist eine Geschwulst, die sich innerhalb des Schädelinnenraums entwickeln kann. Wir müssen aber den Begriff Hirntumor noch ein kleines bisschen weiter fassen, weil auch die gleichen Tumoren auch im Rückenmark vorkommen können. Das heißt also, wenn wir von Tumoren sprechen, dann sprechen wir von Tumoren des zentralen Nervensystems. Es gibt gutartige und bösartige Tumoren. Insgesamt unterscheidet man momentan ca. 120 verschiedene Hirntumorarten. Da es eben verschiedene Arten von Hirntumoren gibt, werden die erstmal bildmorphologisch dargestellt und in Abhängigkeit des Bildbefundes werden Vermutungen angestellt, in welche Richtung das geht. Im Normalfall ist es so, dass die Operation als erste Therapie an die Tagesordnung gestellt wird. Je nachdem, wie der Tumor entfernbar ist, kann man ihn vollständig entfernen. Das ist immer das Ziel, weil von dem Tumor geht ja auch eine Gefahr für das Gehirn aus. Und in Abhängigkeit des feingewebigen Befundes wird dann in einem speziellen Tumorboard ein Beschluss gefasst, ob und inwiefern weitere Behandlungen notwendig sind. Das kann zum Beispiel eine Bestrahlungsbehandlung sein, eine Chemotherapie oder eine Kombination. Es ist so, es kommt immer darauf an, wie schnell so ein Tumor wächst. Ein gutartiger Tumor, wie beispielsweise ein Meningiom, das wächst über sehr lange Zeit sehr langsam und macht erst aber einer gewissen Größe, die nicht klein ist, Symptome. Die häufigsten Symptome sind im Nachhinein nicht die Kopfschmerzen, wenn man die Patienten befragt, sondern es sind meistens eigentlich epileptische Anfälle, Wesensänderungen, je nachdem, wo der Tumor lokalisiert ist, oder Beeinträchtigungen des Fühlens, der Kraft, ähnlich wie bei einem Schlaganfall, Sehen, Hören, Riechen. Das sind solche Funktionsstörungen, die man erwarten kann. In seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass so ein Tumor einblutet. Das heißt also, er vergrößert sich innerhalb von Minuten. Da kommen die Patienten dann bewusstlos ins Krankenhaus. Es erfolgt dann eine notfallmäßige Untersuchung. Und dann sehen wir, dass es eben ein Tumor ist, der eine plötzliche Blutung aufgewiesen hat, die man dann sehr schnell in Lebensgefahr behandeln muss. Das ist ein Patient, der sich momentan bei uns in der Klinik befindet. Er fiel dadurch auf, dass er im Prinzip Gedächtnisstörung hatte. Und die Angehörigen, denen das vor 2 Wochen erstmals auffiel, haben gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Und unter dem Verdacht eines Schlaganfalles wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen, die eine Bilduntersuchung gemacht haben. In der Regel ist es eine Computertomographie oder eine Magnetresonanztomographie, wie man es hier sieht. Und in dem Bild sieht man, dass dieser Prozess hier dunkel dargestellt und einen hellen Ring aufweist. Hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen sogenannten hirneigenen Tumor, ein sogenanntes Gliom. Und das werden wir diese Woche operieren. Ist es gut oder bösartig? Nach den Kriterien des MRT sieht es bösartig aus. Das Glioblastom ist der häufigste bösartige Tumor, den man hat. Nach wie vor hat dieser eine sehr eingeschränkte Lebenserwartung und man versucht natürlich mit vielen Methoden, möglichst die Lebenserwartung zu verlängern und auch die Lebensqualität des Patienten stabil zu halten über einen langen Zeitraum. Und wie lange wird so eine Operation gehen? Das hängt immer davon ab, wo dieser Prozess sich lokalisiert. In diesem Fall befindet er sich in der rechten Gehirnhälfte. Eine solche Operation wird in Vollnarkose durchgeführt und damit wir auch keine gesunden Nerven beschädigen, die sich unmittelbar an diesen Prozess angrenzen, werden wir ein sogenanntes Neuromonitoring durchführen. Das sind elektrische Impulse, die wir durch das Gehirn senden und während der Operation feststellen, ob man in diesen Bereichen sicher ist. Oder wenn diese Signale gestört sind, wissen wir, an dieser Stelle müssen wir die Operation beenden. Das dauert auch einige Zeit, sodass man unter dem Strich durchaus sagen kann, so eine Operation dauert 5 bis 6 Stunden. Also sagen wir es mal so, wenn wir genau wissen, was es für ein Prozess ist, dann würden wir natürlich auch den Rückenmarkkanal untersuchen. Es gibt einige Tumore, die entwickeln sich über die Achse des zentralen Nervensystems, entweder in die andere Kopfseite, wie beispielsweise bei einem solchen Glioblastom, oder eben dann in der Rückenmarkachse nach unten. Das macht das Glioblastom sehr selten, aber es gibt einige Hirntumoren, die sich sozusagen über die sogenannte Gehirnwasserstraße in den Rückenmarkkanal entwickeln. Da muss man natürlich eine Diagnostik machen, damit man auch diese kleinen Herde sieht und dann entsprechend mit behandelt. Ja, also in den letzten 20 Jahren hat sich auf medizinisch-technischem Gebiet sehr viel getan und es sind auch sehr viele Studien durchgeführt worden im Rahmen der Behandlung von Hirntumoren, sodass viele Hirntumoren heutzutage mit einer sehr langen Lebenserwartung rechnen müssen. Es gibt aber, wie beispielsweise bei dem Glioblastom, keine großen Fortschritte, aber kleine Fortschritte. Neben der Standardbehandlung, also Operation,
Strahlentherapie und Chemotherapie gibt es bei dem Glioblastom noch andere Möglichkeiten, beispielsweise elektrische Therapiefelder, die man dann aufsetzen kann, oder entsprechende Studien, die dazu führen, dass man möglichst eine längere, sagen wir es mal so, tumorfreie Zeit genießen kann. Wir haben zum Beispiel eine Studie hier im St. Georg mit am Laufen, eine weltweite Studie, die die intraoperative Bestrahlung bei Glioblastomen mit einbezieht. Und hier werden wir wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Jahren erfahren, ob diese intraoperative Bestrahlung, die für den Patienten an sich sehr schonend ist, ob dieses Verfahren sich eignet dazu, die Lebenserwartung zu verlängern. Das ist unsere große Aufgabe. Egal welche Therapie wir diesen Patienten angedeihen lassen, darf die Therapie nicht zu einer Verschlechterung der Lebensqualität führen. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir bei solchen großen Tumoren manchmal kleine Anteile des Tumors zurücklassen müssen, um seine Lähmung oder eine Lähmung nicht zuzulassen. Dass er möglichst nach der Operation genauso mobil ist wie vor der Operation. Und auch die anderen Behandlungsverfahren ziehen darauf hinaus, dass diese Patienten möglichst ein beschwerdearmes Leben führen können. Neben diesen Methoden gibt es natürlich auch Rehabilitationsmöglichkeiten, gibt es Logopädie, gibt es Physiotherapie, Ergotherapie. Mit all diesen Verfahren versuchen wir natürlich, die Patienten so gut wie möglich nach einer solchen Behandlung wieder in das Leben integrieren zu können. Die Deutsche Hirntumorhilfe beispielsweise als gemeinnütziger Verein bietet darüber hinaus auch Kontakte an, damit sich die betroffenen Patienten durchaus auch mal mit anderen Betroffenen unterhalten können. So Selbsthilfegruppen sich organisieren und die fühlen sich dann auch ein bisschen besser geborgen, als wenn sie alleine mit der Diagnose dastehen. Denn die Hirntumore sind an sich relativ selten im Vergleich zu den bösartigen Erkrankungen der Lunge, der Brustdrüse oder des Darmes, um den Faktor 10 weniger. Und deswegen gibt es nicht so eine große Lobby, die sich sozusagen um diese Patienten kümmert. Es gibt 2 Altersgipfel bei den bösartigen Hirntumoren. Einmal im Kindesalter, tatsächlich so zwischen 5 und 12 Jahren. Und dann zweite Altersgipfel ist zwischen 50 und 70 Jahren. Das kann man schon sagen. Aber es gibt jetzt keine speziellen Geschlechtsdominanzen. Es gibt einige gutartige Tumoren, wo die Frauen etwas häufiger betroffen sind. Und dann gibt es wieder bösartige Varianten, wo die Männer etwas häufiger betroffen sind. Also wenn man alle Tumorarten subsumiert, ist es ungefähr ein ausgeglichenes Verhältnis. Ja, wir haben also hier im Klinikum St. Georg alle verfügbaren Fachgebiete, die im Rahmen einer solchen Tumorbehandlung erforderlich sind. Das fängt an mit einem MVZ. Wir befinden uns hier gerade in dem Sprechzimmer der Neurochirurgie, wo die Patienten vor einem entsprechenden Eingriff sich sozusagen erkundigen können, wie der Ablauf ist, beziehungsweise untersucht werden. Wir erklären auch hier den Patienten ihre Diagnose und takten sie dann ein. Wir haben eine Station, in der die Patienten behandelt werden können. Wir haben eine Intensivstation, denn nach einer Operation muss der Patient für eine Nacht auf die Intensivstation, um eventuelle Komplikationen schnell zu erkennen und behandeln zu können. Wir haben eine sehr gute Radiologie, mit der wir dann sozusagen kooperieren, dass wir auch nach der Operation den Erfolg der Operation sehen. Und wir haben dann eine sehr gute Strahlentherapie, eine Onkologie, die dann nahtlos die Patienten dann weiter behandeln. Wir haben auch eine Psycho-Onkologin bei uns auf der Station, die sich speziell um diese Patienten kümmert, weil die kommen ja erstmal relativ in ein großes Loch hinein. Sie verstehen erstmal die ganze Situation nicht. Die Angehörigen sind auch manchmal ein bisschen ratlos und sie unterstützt Patienten und Angehörige im Rahmen der Erstdiagnose bezüglich des Tumors. Also sie werden auch regelmäßig begleitet und das machen wir dann auch im ambulanten Bereich dann weiter. Stichwort Sprechstunde, Verlaufskontrolle, dass die Tumoren nicht mehr wachsen. Auch in der Strahlentherapie machen wir das gemeinsam mit den Strahlentherapeuten zusammen, wenn wir gemeinsam Patienten behandeln, sodass sie eigentlich über einen langen Zeitraum bei uns unter Kontrolle sind.